Hallo, hier ist Jörg Fuhrmann. Viele Grüße aus Rumänien, irgendwo in der rumänischen Wildnis. Da steht ein kleines weißes Auto und da bin ich. Ja, ich bin sehr froh, dass ich jetzt hier in einem der abgelegensten Dörfer, wo bis vor 2 Jahren noch keine Straße hingeführt hat, untergekommen bin. Und ja, wie ich vorhin erfahren habe, bin ich seit langem der einzige Tourist, der hier durchgekommen ist. Und draußen heulen die Hunde im Rudel. Es ist viel Wald drumherum. Der Vermieter sagte mir hier, oder der Mann, wo ich hier untergekommen bin, sagte mir, dass bis vor wenigen Jahren hier noch die Braunbären ein- und ausgegangen sind. Und dass sie jetzt Futterstellen weiter oben in den Wäldern angelegt haben, damit die Braunbären nicht mehr hier ins Dorf kommen. Ja, es sieht ein bisschen so aus wie Kanada in der Tat oder Nordamerika. Wenn man so alleine unterwegs ist, es ist teilweise wirklich eine Herausforderung. Heute leuchtete die Motorlampe auf einmal auf und dann habe ich mich verfahren, dann war der Sprit auf einmal dünn und es kam keine Tankstelle mehr. Ja, und wenn man dann natürlich als Mensch, so man ist ja so ein Kontaktwesen und sucht halt auch Kontakt, und wenn man die Sprache nicht spricht und dann ohne Handy unterwegs ist, das ist schon eine Herausforderung. Ja. Ein gutes Symbol dafür ist auch das Erdbeben. War persönlich mein erstes, was ich so in der Stärke erlebt habe. Im 4. Stock von dem Hotel am Schwarzen Meer, wo wir auf der transpersonalen Konferenz gewesen sind. Das kam irgendwie nachts auf einmal und ich habe das zuerst gar nicht realisiert und bin dann wach geworden und das ganze Bett war sich am Bewegen. Und das war dann nach 10 Sekunden irgendwie wieder vorbei und ich bin dann auch wieder eingeschlafen und dann ging es eine Stunde später aber nochmal los. Am nächsten Tag habe ich dann erfahren, dass das zweitstärkste Erdbeben in Rumänien gewesen ist, was einfach hier gemessen worden ist bis dato. Ist nichts passiert, aber ja, es ist einfach so, wie es ist. Wenn man auf der Reise ist, dann erlebt man andere Eindrücke und man wird mehr in dieses Feld hineingestellt, wo man einfach nicht mehr weiß genau und nicht mehr ganz klar ist, innen, außen, die Welt, ich und die Welt, man steht ja in dieser Welt und ist so dieser Welt, man fühlt sich deutlicher ausgeliefert einfach, weil die sozialen Bezüge weggefallen sind. Und das ist schon eine Herausforderung, ja, wenn man das nicht alles so pauschal gebucht hat und unterwegs ist, nicht genau weiß oder überhaupt nicht weiß, wo man heute Abend noch oder unterkommt, ob man überhaupt irgendwo unterkommt und wo man hinkommt, wo es einen dann so hinzieht. Also ich fahre dann meistens so, dass ich mich dann so driften lasse und gucke, wo ich dann einfach ankomme. Ne? Jetzt hat mich noch eine Erkältung heimgesucht und tierische Migräne heute gehabt. Und wenn das dann so zusammenkommt und man dann auch noch mit den Eindrücken so konfrontiert wird von so einem Land oder überhaupt von einem Teil, von einem Kontinent, wo eine ganz andere Kultur herrscht, aber auch dann eine derartige Armut vorhanden ist, wie man sie in Europa sonst selten findet, in einem Ausmaß, das macht schon was mit einem. Ne? Und es hat so auch was mit mir gemacht. Ja, auch die ganzen Hunde und überhaupt die Tiere, die so da verzweifelt nach Futter suchen und durch die Gassen streunen und überall auf den Parkplätzen und so weiter zu finden sind. Es ist schon viel, viel Leid und Elend zu sehen. Erinnert mich teilweise eher so an Nepal oder Südamerika als tatsächlich an Europa. Ja, das finde ich schon bemerkenswert. Also alleine reisen, um es mit Francesco Goya zu sagen, bringt Ungeheuer hervor. Ja, also nicht nur die Nacht und der Schlaf, sondern auch das Alleinereisen. Und das ist echt, das ist wirklich eine,
auf der einen Seite ist es wirklich eine schöne Sache, auf der anderen Seite ist es auch eine absolute Herausforderung, gerade wenn man da länger unterwegs ist. Und gerade wenn man nicht nur in touristisch versorgten Gebieten sich aufhält. Der Alleinreisende ist insofern dem nach Hesse, dem Sesshaften gegenübergestellt und stellt ihn halt auch als solches komplett in Frage. Und das bietet eben dieses Alleinreisen, auch wenn es mit Krisen verbunden ist, diese Chance bietet das eben, dass man sich nochmal anders erfährt. Das finde ich gerade aus dem Standpunkt der transpersonalen Psychologie, finde ich das interessant. Und dann gibt es eben so magische Momente wie diesen, dass draußen das Thermometer schon wieder Richtung Null tendiert und man kommt auf einmal in so einer angenehmen Location unter, wo man überhaupt nicht mit gerechnet hat. Heute Nachmittag habe ich noch halb verzweifelt da draußen gestanden und nicht gewusst, was ich jetzt noch mache, ob ich jetzt weiterfahre oder nicht. Und ja, dann kam ein Mann auf mich zu und hat mich gefragt. Und jetzt sitze ich hier an einem warmen Kamin und da bin ich sehr dankbar für. Und ja, in diesem Sinne sende ich an alle herzliche Grüße aus der Wildnis Rumäniens und wünsche allen auch viel Kraft, wobei auch immer, bei welchem Alleinreisen, denn letztendlich sind wir alle immer alleine unterwegs, auch in unserem Alltag irgendwo. Und wünsche dabei eben viel Kraft und Durchhaltevermögen und Weitsicht und Vertrauen. Tschüss, Jörg Fuhrmann.